Hallo allerseits. Mit etwas Verspätung. Ich wollte ja schon vor einer Viertelstunde loslegen, aber da bin ich jetzt endlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Netzsprech heute. Heute mal ganz kurz, da es mitten im Advent ist. Und ich habe ja gesagt, im Dezember, ich bin ja tatsächlich dann im Dezember komplett außen vor, bin jetzt auch für niemanden mehr zu erreichen, außer für meine Stammkunden und das im Notfall. Also, wer bisher jetzt nicht gebucht hat, der muss sich leider gedulden bis Mitte Januar. Sorry Leute, aber so ist das. Ich brauche den Dezember nämlich immer dafür, einfach mal so einen Rückblick zu starten. Wie war das Jahr? Mich auf das nächste Jahr vorzubereiten, alles durchzustrukturieren, die Planung abzuschließen, die Pläne aufzustellen, welche Webinare, welche Workshops ich gebe und dann auch natürlich, welche Online-Kurse jetzt als nächstes dann kommen. Denn das hat mir einen Riesenspaß gemacht, den Online-Kurs über WordPress auf die Beine zu stellen. Und damit wird es auf jeden Fall dann auch weitergehen mit entsprechenden Online-Kursen zusätzlich zu den Webinaren und Workshops. Ja, daher also im Advent nur so sporadisch mein Erscheinen hier im Internet. Ihr werdet mich dann nur so ab und zu hier mal sehen. Hauptsächlich auch tatsächlich mit Advent- und Weihnachtsthemen. Erstes Thema, wir haben jetzt ja den ersten Advent schon hinter uns. Die erste Kerze brennt sozusagen, bei mir übrigens auch. Und das Ganze soll jetzt auch Thema sein. Wie macht ihr das im Advent? Wie bringt ihr das mit der Stimmung hin? Ihr habt ja schon das eine Live-Video beim letzten Netzsprech gehabt. Da ging es dann darum, wie ihr mit Canva und Co. auf eurer Webseite und auch auf Facebook, auf der Fanpage so ein bisschen für Weihnachtsstimmung sorgen könnt. Habe ich ja schon das ein oder andere gebracht. Dann habt ihr mit Sicherheit gesehen, im Moment läuft gerade eine Aktion bei mir, dass ich eine Aktion habe mit meinen Designs. Und auch natürlich auch für meine weihnachtlichen Designs. Das Ganze geht noch bis heute um Mitternacht. Bis dahin könnt ihr noch zuschlagen und 15% sparen bei meinem Partnershop Spreadshirt. Und außerdem auch noch die Versandkosten. Also wer heute noch das Bedürfnis hat, einzukaufen, schlagt jetzt am besten mal zu. Ich habe heute noch ein paar weitere Designs mit hochgeladen. Ich schalte einfach mal den Bildschirm frei, damit wir mal direkt ins Spreadshirt reingehen. Dann erzähle ich euch noch mal ein bisschen auch dazu, wie hier sowas überhaupt funktioniert mit Spreadshirt. Wie man überhaupt auf solche Ideen kommt oder wie ich auf die Ideen komme für die einzelnen Motive. Also, das sind meine ganzen Weihnachtsmotive. Also, das ist so die Startseite, wenn ihr alle Designs anklickt. Also hier oben links alle Designs, dann könnt ihr alle meine Designs sehen. Und da habe ich eben jetzt eine ganze Menge in Richtung Weihnachten noch mit reingehauen. Die obersten 11, also fast die ersten drei Reihen, habe ich heute mit dazu genommen. Also wer jetzt gestern und vorgestern schon mal geschaut hat, jetzt sind noch mehr reingekommen in Sachen Weihnachten, Christmas Feeling. Schaut gerne mal rein, vielleicht ist da auch wieder was für euch dabei, vielleicht auch als kleines Geschenk für die Kollegin, für den Kollegen oder auch im Familienkreis, im Freundeskreis. Einmal mal reinschauen. Ist ein bisschen mit Humor gedacht, auch ein bisschen nostalgisch, also für beide Richtungen was dabei. Auch so ein bisschen Freako Christmas. Also ich denke, für jeden Geschmack ist da durchaus was dabei. Also so nostalgische, sanfte Dinge, so Pastellfarben, aber auch hier sowas Grelles, Schrilles ist auch mit dabei. Ich denke, da ist auch was für dich zu finden. Ja, also das ist so alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Wie du siehst, ist das eine ganze Menge, was ich da erstellt habe. Das geht so bis hier tatsächlich. Und danach fangen meine normalen Designs an, die ich also nicht saisonal jetzt direkt hier für Dezember habe, nicht direkt für den Advent, aber die ich im Laufe der restlichen Saison bisher jetzt erstellt habe. Spreadshirt ist einer meiner Shops, mit denen ich da arbeite. Ich habe auch schon gearbeitet mit Teasely. Das habe ich dann so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich dann auch so gedacht habe, okay, guck mal, wie sich das entwickelt. Da gab es ein paar Einbrüche in Sicht der Performance, auch in Hinsicht der Qualität. Da habe ich jetzt erstmal mich zurückgezogen, habe erstmal abgewartet. Das scheint aber sich sehr stark wieder verbessert zu haben, sodass ich auch da mich da mal umsehen werde und mal gucke, ob ich da dann wieder mehr in Richtung Fiesli auch unterwegs bin und dann vielleicht beides parallel laufen lasse. Wenn ihr
selber mal überlegt, wollt ihr jetzt vielleicht mal so einen eigenen Shop irgendwie eröffnen bei Spreadshirt? Kann ich euch empfehlen. Es ist alles deutschsprachig, es ist leicht zu handhaben und es ist auch relativ gut von der Arbeit her, wie muss ich was irgendwie einstellen. Zeige ich das jetzt einfach mal, wie das von hinten aussieht. Jetzt kennt ihr ja die Frontseite und hier übrigens könnt ihr dann auch einstellen, oder besser gesagt auch finden, wenn ihr irgendwas Spezielles sucht für Männer, für Frauen, Kinder, Babys, Accessoires, Hüllen. Mit Hüllen meinen wir hier hauptsächlich die Handyhüllen. Ansonsten, wenn ihr Kissenhüllen sucht, findet ihr das unter Accessoires. Und bei Themen habt ihr dann bei Spreadshirt die Möglichkeit, selbst so Themen zu erarbeiten. Also jetzt habe ich hier beispielsweise das Thema Advent und Weihnachten erstellt und da alles hineingetan, wenn jemand speziell für Advent und Weihnachten was sucht. Aber genauso auch hier für Berufe und Berufung zum Beispiel, solche Sachen. Also auch einfach speziell dann thematisch zusammengefasst, wie so eine kleine Menge aus einer riesengroßen Mengenlehre. Wenn ihr das selber mal machen wollt, so sieht das von hinten aus. Das heißt, ich habe hier beispielsweise das Thema erstellt mit Advent und Weihnachten und habe dann die einzelnen Designs, die ich erstellt habe, dem zugeordnet, ganz einfach, indem ich das scharf geschaltet habe hier mit dem Switch-Button. Und wenn ihr Designs erstellt, geht ihr auf den Punkt Designs, logischerweise. Dann könnt ihr das hochladen. Im Moment habe ich gerade nichts Neues, also dementsprechend muss ich dann noch ein bisschen warten. Ihr würdet es hochladen, das läuft wie bei jeder anderen Software auch. Mehrere Sachen könnt ihr nebeneinander anklicken und dann wird es hochgeladen. Möglich ist JPEG und PNG, wobei PNG zu empfehlen ist, aufgrund der Auflösung. Dann habt ihr das Ganze oben und danach sucht ihr den Kanal aus. Ich gehe jetzt mal einfach in ein Design, das ich noch nicht scharf geschaltet habe. Nehmen wir mal das hier. Oder nein, mit den Weihnachts, genau, mit den Weihnachtsbäumen. Das hatten wir noch nicht. Genau. Nehmen wir mal hier die Weihnachtsbäume. Also das ist dieses Design. Ich hatte beim Hochladen, vor dem Hochladen, dem Bild schon einen entsprechenden Titel gegeben, sodass ich gleich so ein paar Schlagwörter, ein paar Keywords in dem Titelnamen direkt habe. Gehe dann hier hinten auf den Pfeil, um in die Bearbeitung zu gehen. Sage dann, ja, ich möchte, dass das Ganze auf dem Spreadshirt-Marktplatz mit angeboten wird. Ich möchte, dass das zusätzlich in meinen eigenen Shops angeboten wird. Ich habe da mehrere, wobei ich einen scharf geschaltet habe. Die anderen beiden sind im Moment deaktiviert. Hat seine Gründe. Dann gehe ich auch weiter. Dann bietet mir Spreadshirt aufgrund der Farbgebung eine bestimmte Vorauswahl an, die in den meisten Fällen sinnig ist, aber nicht immer. In dem Fall finde ich es stimmig, weil das Ganze grüne Tannenbäume sind und dunkle Designs passt. Ich möchte aber mehr haben, deswegen gehe ich immer auf Produktauswahl bearbeiten. Muss ich mal mein Foto wegschieben, damit ihr alles seht. So. Und dann gehe ich jedes Mal auf alle auswählen. Dann kann ich, während ich runterscrolle, mir anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das mit der Farbgebung ist, ob das so gut passt und kann dann eben bei dem einen oder anderen auch entscheiden, meine andere Farbe zu nehmen. Also jetzt hier beispielsweise, ich habe alles andere in Schwarz, jetzt nehme ich hier mal in Navy, also in Dunkelblau oder mal in Anthrazit würde auch ganz gut passen. Also statt Schwarz dann einfach mal eine andere Farbe. Die Farben, die ihr nehmen könnt, sind immer vorgegeben. Also es gibt für jedes einzelne Produkt gibt es eine Farbpalette. Und es ist auch so, dass Farben hinzukommen bzw. auch wegfallen. Das hängt so ein bisschen an der Produktpalette von Spreadshirt direkt. Es gibt also jedes Mal dann auch ein Update. Da werden die Verkäufer auch informiert, wie es ausschaut, welche neuen Produkte es gibt. Es gibt ja auch Produktneuigkeiten, beispielsweise hier bei den Accessoires, seht ihr jetzt gleich, ist eine Butterdose dazu gekommen. Fand ich auch ganz witzig. Das ist auch was, was ich vorher noch nicht hatte, was jetzt aber dazu gekommen ist. Also hier verschiedene Tassenarten und Co. Hier so eine Brotdose beispielsweise, die dann auch farblich gestaltet werden kann. Verschiedene Beutel und Taschen und Schürzen und Mützen und hast du nicht gesehen. Also die Auswahl ist entsprechend groß.
Da ist, glaube ich, für jeden auch was dabei. Wenn ich meine Auswahl getroffen habe, die Farben festgelegt habe und alles, dann sage ich fertig. Dann wird mir das alles nochmal angezeigt. Ich kann nochmal reingehen in die Bearbeitung. Will ich jetzt nicht. Weiß ja, was ich gemacht habe. Ich sage dann weiter. Dann habe ich hier den Namen des ganzen Designs und dann kommt hier noch eine Beschreibung, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Bild an sich wiedergibt, aber auch so ein bisschen Emotionen irgendwie wecken soll. Weihnachtsfreude unter dem Tannenbaum. Und dann mache ich jetzt mal ein bisschen was für die Englischsprachigen unter uns. Let's party. So, dann habe ich ja die Möglichkeit, insgesamt 25 Stichwörter zu vergeben. In dem Fall Tannenbaum, Weihnachtsbaum passt ja schon mal. Dann mache ich jetzt nochmal Party. Dann nehme ich nochmal Feiern. Weihnachten an sich. Dann nehme ich nochmal Weihnachtlich. Dann sind Sternchen drumherum. Manche suchen dann auch ganz gezielt nur nach den Ornamenten und schauen dann, ob das in ein anderes Projekt mit hineinpasst. Der Himmel wird gezeigt. Sternenhimmel wird gezeigt. So, Weihnachten, da nehmen wir nochmal andere Begriffe für Weihnachten, die auch mit reinkommen, sprich hier in dem Fall Christmas, sowohl in der ausgeschriebenen Form als auch in der kurzen Form. Dann gibt es noch den Christbaum. Das sind ja alles so kleine Unterschiede, die es aber dann trotzdem ausmachen. So, dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Designpreis festlegen, also da die Höhe dessen mit festlegen, was ich selbst an dem ganzen Design verdiene. Und in dem Fall sage ich mal, ich möchte ganz gerne an dem Design 1 Euro verdienen. Also der Gesamtpreis mag jetzt so um die 17, 18 Euro liegen. Je nachdem, was ihr aussucht, das kann bei 5 Euro anfangen, kann bis um die 40 Euro gehen. Je nachdem, ob es eben eine Tasse ist, ob es ein paar Buttons sind oder ob es ein Hoodie ist. Hängt halt immer davon ab, was ihr haben wollt. Und von dem Ganzen verdiene ich dann 1 Euro am Design. Und ich bekomme hier dann noch eine Vergütung für das Produkt an sich. Also wenn das Design genommen wird innerhalb des Marktplatzes und jemand beispielsweise in einem anderen Spreadshirt, in einem anderen Partnershop von Spreadshirt ein tolles Design gefunden hat, aber noch so eine Kleinigkeit fehlt und das dann hier sozusagen dazu nimmt in das Große, dann würde ich dafür beispielsweise 1 Euro bekommen oder jemand geht so auf den Marktplatz bei Spreadshirt und kreiert von einem Blanko-Produkt sein eigenes personalisiertes Produkt, bekomme ich auch diesen 1 Euro. Wenn jemand etwas direkt in meinem Spreadshirt kauft, bekomme ich dann einmal diesen Euro und eben die Möglichkeit, hier zwischen 2,40 Euro und 30,09 Euro, habe ich noch nie, irgendwie dazu zu verdienen. Also bei mir sind es in der Regel irgendwas um die 80 Cent. Das Größte, was ich mal verdient habe bei einem Verkauf, war, glaube ich, 1,50 Euro. Also um es ganz klar und deutlich zu sagen, reich wirst du damit nicht. Deinen Lebensunterhalt kannst du damit nur verdienen, wenn du richtig Geld in die Hand nimmst, um das zu bedienen, um das zu bewerben. Und wenn du dich komplett nur auf dieses Design konzentrierst. Für mich ist das einfach eine Entspannungsübung. Ich entspanne mich dabei. Und wenn ich mit meinem Hobby in Anführungsstrichen dann auch noch zwischendurch Geld verdiene, ist das klasse. Ich denke mal, vielleicht bin ich in einem Jahr so weit, dass mir mal irgendwie eine Auszahlung zugutekommt. Und dann kann ich mir davon vielleicht mal eine DVD kaufen oder ich gehe mal schön Kaffee trinken in irgendeiner Form. Also sowas in dieser Richtung. Also wie gesagt, also das ist also klein, nebenbei, so lala, einfach mal Hobby, Hobby in die Öffentlichkeit bringen. Das ist das im Grunde genommen, also für mich jetzt jedenfalls. Ich weiß, dass andere das richtig professionell aufziehen und die das so, so massiv machen, dass sie davon auch leben können. Das ist aber gar nicht meine Intention, will ich auch gar nicht. Aber ich male ganz gerne, ich bin ganz gerne kreativ und deswegen passt das hier bei mir. Also das ist das, warum ich das mache.
Dann habe ich jetzt hier meinen Designpreis festgelegt und dann sage ich hier nur noch veröffentlichen. Dann kriege ich die Mitteilung, dass ich jetzt fertig bin mit dem Ganzen, dass ich weitere Designs hochladen kann oder das Ganze schließen. Ich schließe es und gehe dann zurück in die Designübersicht. Und nachdem ich das gemacht habe, bekomme ich hier jetzt, wo ist mein Tannenbaum? Da. Habe ich hier jetzt die Übersicht, dass das Ganze in meinen eigenen Shops freigegeben ist. Aber dass das hier auf dem Marktplatz mit einer Sanduhr versehen ist. Heißt so viel wie, der Marktplatz weiß noch nicht, ob er das Design nehmen will, ja oder nicht. Wenn nicht, kann es an verschiedenen Dingen liegen. Es kann daran liegen, dass es von der Art her schon zu viele Designs in der gleichen Art und Weise gibt und dass man das nicht auch noch haben möchte. Es könnte passieren, theoretisch, dass die Qualität zu schlecht ist. Das ist bei mir noch nie passiert. Oder es kann auch sein, dass ich unbewusst gegen irgendwelche Kriterien verstoßen habe oder gegen irgendetwas, dass irgendetwas kritisch gesehen wird. Also ich habe hier jetzt beispielsweise ein Design, ich fand es witzig, ich habe aber auch einen entsprechenden Humor, mit Jesus Christus. Da habe ich zwei verschiedene Designs. Jesus Christus Weihnachtszelt 1.0 habe ich einmal hier mit einem segnenden Jesus. Und ich habe hier einmal Jesus Christus Weihnachtszelt 1.0 mit einer Luftschlangentröte in der Hand und mit einer Sonnenbrille auf. Ich finde es witzig, aber anscheinend ist da der Gedanke, dass eventuell vielleicht jemand sich religiös angegriffen fühlen könnte. Und in dem Fall ist Spreadshirt dann so eingestellt, dass wenn es an der Grenze ist, dass es dann zumindest bei den Spreadshirt-Shops ganz normal zugelassen wird, weil das ist ja dann mein Risiko und meine Verantwortung, aber dass sie dann zögern, ob sie es auf dem Marktplatz aufnehmen, ja oder nein. Ja, also irgendwie, gut, ich fand das jetzt nur nicht so schlimm, es ist also nicht irgendwie was ich jetzt als Angriff auf irgendwelche religiösen Gefühle verstehe, aber man weiß es nicht. Das ist also das, so erstelle ich die einzelnen Designs, also nein, so lade ich sie hoch und lade ich sie dann in den Spreadshirt-Shop. Wie erstelle ich das Ganze? Zeige ich euch, oder besser gesagt, das muss ich euch erklären. Das kann ich euch nicht zeigen, weil das ist tatsächlich so eine Geschichte, wo ich sage, das ist einfach eine Frage der vielleicht der Kreativität oder der Ideengebung. Keine Ahnung. Wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du, dass ich mich inspirieren lasse von allem. Von allem, was mir irgendwie unterkommt. Und dass ich das dann auch mit einbinde in meine eigenen betrieblichen Prozesse. Sowohl in Geschäftsideen als auch in Workflow-Arbeiten und Co. Und ich arbeite gerne mit Green Content, das heißt, ich arbeite ganz gerne nach dem folgenden Prinzip. Erstelle einmal etwas und nutze es dann mehrfach. Und was immer du auch machst, habe nicht nur einmal etwas davon, sondern habe mehrfach etwas davon. Es ist bei mir so. Ich arbeite mit entschleunigtem Marketing. Das bedeutet, dass mir es darauf ankommt, weder zu nerven noch genervt zu werden, sondern dass es darum geht, ein Angebot zu machen, das man annehmen oder ablehnen kann. Ihr werdet nie erleben, dass ich irgendwas mit Retargeting mache oder ähnliche Dinge. Das mache ich einfach nicht, weil ich selber von diesem Kram genervt bin. Was ich dann eben anders mache, ist, dass ich mir überlege, gut, was bringt dir das jetzt? Also jetzt habe ich gerade erzählt, für mich ist das hier nicht mein Gelderwerb, mit irgendwelchen Designs für Spreadshirt oder ähnlichen Shops zu arbeiten, sondern mir geht es da um die Kreativität. Für mich ist das, erstens ist es Entspannung, weil ich meinen Gehirnschmalz ein bisschen einschalte und dann einfach so Dinge kombiniere, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Und ich nehme da verschiedene Quellen für. Das eine kennt ihr schon, Canva habe ich euch schon vorgestellt. Canva ist ein ganz tolles Mittel, mit dem ich auch schon Spreadshirt-Designs kreiert habe. Das war so meine Anfangszeit mit Canva. Da habe ich dann einfach so ein bisschen rumgespielt mit Sprüchen und habe dann einfach geschaut, wie schiebe ich hier wo welche Zeilen hin und her und wie ist das mit
vertikaler Schrift und mit horizontaler Schrift und wie kann ich das miteinander verbinden und was sieht Mux aus und was geht und wie ist das, wenn ich Illustrationen einbaue. Da habe ich einfach so ein bisschen mit Canva rumgespielt. Und dann habe ich noch ein anderes Programm entdeckt, das nennt sich replaceit.net. Das ist eine Plattform, die auch mit verschiedenen Designs arbeitet, mit verschiedenen Designvorlagen. Und da gibt es die Möglichkeit, sich mit einzuklinken, Standardformular, Standardvorlagen zu nehmen und die dann eben zu nutzen für Mockups, für Templates, für verschiedene Designs. Und zwar sowohl für T-Shirts, als auch für Tassen, als auch für Kissen, als auch für DVD-Hüllen und ähnliche Geschichten. Also da ist breite Palette. Auch für normale Social-Media-Posts, also wenn du da mal nach einer Alternative suchst, auch da ist eine Möglichkeit. Was ich dort einschränkend finde, ist, dass ich bei replaceit.net das Problem habe, dass ich tatsächlich an diese harten Vorlagen gebunden bin. Ich kann da ein bisschen rumspielen, die Ornamente austauschen, ich kann die Texte ändern, Schriftarten und Co., das alles ja. Aber ich kann beispielsweise nicht die Größe des Designs komplett richtig ändern, nur sehr eingeschränkt ändern. Aber die Komplettvorlage des Designs, dass ich also sage 4000 mal 4000 runter auf 1200 mal 1200 und dafür dann ganz detailliert, das funktioniert nicht. Das kriege ich bei Canva hin, aber nicht bei replaceit.net. Also das ist so ein Unterschied. Also wenn du da mal kreativ dich umschauen möchtest, das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Ja, und ansonsten Ideen. Ich bin meistens dann ja so unterwegs, dass ich irgendwo ein Plakat sehe oder ich sehe was in einer Zeitschrift oder ich sehe auch was irgendwo im Internet in irgendeiner Anzeige und denke so, cooler Spruch, passt aber so für mich nicht ganz. Wenn das bei mir in meinem Bereich wäre, würde ich es ein bisschen anders abändern. Oder ich habe dann auch solche Phasen wie Advent, ganz klar. Advent und Weihnachten ist halt so eine Phase, wo ich mich mit Märchen auseinandersetze. Ganz klar, ich bin bekennende Märchenleserin. Oder auch solche Sachen wie Glaube ein bisschen humorvoll nehmen. Ich stehe ja mit unserem Herrgott momentan nach wie vor auf dem Kriegsfuß, also dementsprechend so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Also alles, was ich so sehe, benutze ich dann halt. Und dann komme ich so auf die Ideen. Ich kombiniere alles und sehe mir dann bestimmte Dinge an. Und mach's ganz anders. Also ich baue das dann in einen anderen Rahmen. Reframing nennt man das ja. Also etwas aus dem Bezug herausziehen und dann in einen anderen Bezug setzen. Das mache ich ganz gerne. Ja, also nochmal zur Erinnerung. Ich werde nachher auch nochmal die neuesten Designs hier auf Spreadshirt, die ich da hochgeladen habe, auch bei Facebook nochmal in die Template-Übersicht hineinjagen. Ich habe da ja ein Album angelegt unter Fotos mit meinen verschiedenen Designs. Die werde ich also nachher noch ergänzen. Und dann gehe ich persönlich dann erstmal wieder über in Richtung, jetzt genieß endlich den Advent. Ich habe mir schon schöne Kerze angemacht. Ich habe mir Erdnüsse bereitgelegt und ich werde heute wirklich einschwingen in den Advent, richtig in den Advent. Ich habe mir gestern ein schönes Konzert angehört. Adventskonzert aus Dresden ist für mich Pflichtprogramm, genau wie Silbereisen, Florian Silbereisen. Sehe ich nie, aber zu Weihnachten muss ich mir das Fest der 1000 Lichter, muss ich mir jedes Jahr ansehen und anhören. Vor allen Dingen, weil ich dann nebenbei lese und mich dann so ein bisschen in dieses Es ist Advent-Feeling hineinbegebe. Und das ist etwas, was wir ja alle ganz gerne machen und vor allen Dingen, was ja auch unsere Kundinnen und Kunden und auch unsere Gemeindemitglieder, je nachdem, wo du arbeitest, ganz gerne haben möchten, dass dieses Gefühl herüberkommt. Was mich interessiert, ist natürlich, wie machst du das? Schreib mir gerne mal unter dem Post, unter diesem Live-Video einfach mal drunter, wie machst du das? Wie verbreitest du Adventsstimmung? Wie verbreitest du Weihnachtsstimmung? Was gehört für dich jedes Jahr dazu? Gibt es da für dich jedes Jahr einen bestimmten Film, den du jedes Jahr sehen musst? Oder Filme, Mehrzahl. Gibt es ein bestimmtes Märchen, was du liebst? Oder wie baust du das Ganze ein
in deinen Alltag? Machst du das so wie ich, schottendicht nach dem Motto, ich bin im Dezember nicht zu erreichen? Oder bist du im Dezember voll in der Hektik, weil das gerade deine Hochsaison ist? Weil ich weiß, alle Pastorinnen und Pastoren werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf auf den Tisch knallen und sagen, schön wär's. Nein, das ist unsere Hauptsaison. Ist einfach so. Aber man versucht ja trotzdem auch so ein bisschen an sich selbst zu denken. Wie machst du das? Wie machst du das? Was ist so dein typisches, jetzt ist endlich Advent, jetzt ist endlich Weihnachten-Ritual? Sag's mir. In den nächsten Tagen mache ich das dann, habe ich schon angekündigt, so, dass ich dann nur ab und zu hier mal auftauche, auch videotechnisch. Und ich werde dann tatsächlich komplett mich auch auf diese Weihnachts- und Adventsstimmung einlassen und die auch verbreiten. Also wer ein Weihnachtsmuffel ist, der möge dann das bitte berücksichtigen und mir nicht den Kopf abreißen, wenn er dann in den nächsten Tagen und Wochen dann sieht, wie ich und hört, wie ich beispielsweise mein Märchen vorlese und dann den Bezug nehme in Richtung Selbstständigkeit, was wir aus diesem jeweiligen Märchen rausziehen können für uns. Oder beispielsweise auch mal am 15. Dezember mit meinen Tee-Vorschlägen komme, also mit meinen persönlichen Teerezepten, mit meinen Lieblingsteerezepten um die Ecke komme, am Tag des am internationalen Tag des Tees. Hat ja einen anderen Hintergrund, aber das nutze ich natürlich auch als passionierte Teetrinkerin, gehört das gerade im Dezember auf jeden Fall dazu. Also, ich hoffe, es stört euch nicht, dass dem so ist bei mir. Wenn ja, tut es mir unglaublich leid, dann schaltet euch erst wieder im Januar ein, wenn die Adventszeit und die Weihnachtszeit vorüber ist. Aber wenn ihr auch so drauf seid, wenn ihr das auch gerne mögt, so Advent und Weihnachten, vielleicht auch gerade so als Gegenkontrastpunkt zu dem, was ihr sonst im Dezember so um die Ohren habt, in Richtung, das Leben könnte schöner sein. Also schaltet einfach ein. Ich versuche es uns ein bisschen hügelig zu machen, ein bisschen gemütlich zu machen, in Richtung gemütliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre reinzugehen. Und das ist jetzt mein Stichwort. Dementsprechend werde ich jetzt hier erstmal ausschalten und übergehen in meine persönliche Advents- und Weihnachtsgeschichte. Ich werde mir jetzt eine schöne Weihnachtsmusik einschalten, Märchen lesen, runterfahren und morgen weiterarbeiten. Also, nachdem ich natürlich die Designs hochgejagt habe. Das mache ich noch. Aber dann ist echt Schicht im Schacht. Und dann ist für heute Schluss mit lustig. Ich gehe dann erstmal wieder in die Adventsstimmung hinein. Das wünsche ich euch auch. Habt einen schönen Advent, habt eine schöne Zeit, genießt die Woche und ich melde mich dann demnächst nochmal, wenn ich dann wieder so drauf bin in Richtung Advent und gebe euch den einen oder anderen Tipp, wie ihr selbst dann noch in Adventsstimmung kommt und vielleicht auch eure Kunden in Adventsstimmung bringen könnt, ohne euch da irgendwie noch in der Mitte zerreißen zu müssen oder die Quadratur des Kreises hinzubekommen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.